Hi, ich begrüße euch alle zum dritten Teil der Videoreihe zum großen Finale Karpfen und Welsangeln am Baggersee hier in Deutschland und wünsche euch natürlich auch zeitgleich einen schönen, erholsamen, friedlichen ersten Advent. Die erste Welsrute mit dem XXL-Köderfisch mit der Riesenbrasse sitzt perfekt platziert an der Boje in der tief abfallenden Kante. Zwei weitere Wallerruten werden wir jetzt noch vorbereiten und rausfahren. Eine Karpfenrute liegt mit einem XXL-Köder, mit einem größeren Köder draußen am Spot. Die Bisse hier wurden merklich weniger, aber das wollten wir ja auch extra so erreichen. In erster Linie, um etwas Zeit gewinnen zu können, die Wallerruten endlich mal scharf zu machen. Und in zweiter Linie auch mit dem wenigen uns verbleibenden Futter noch uns auf einen Platz zu konzentrieren. Und dann vielleicht auch mit einem größeren Köder auch gezielter an die größeren Karpfen im See heranzukommen. Ich bin wirklich gespannt, ob der Versuch aufgeht. Und ihr werdet es jetzt natürlich im Video auch sehen, was noch alles passiert. Und natürlich auch die Auflösung des Gewinnspiels findet jetzt statt. Ja. In den ersten zwei Teilen habe ich euch ja dazu aufgefordert, mitzuraten, mitzumachen. Einfach mal zu schätzen, wie viele Karpfen und Welse wir fangen können. Mittlerweile ist es ja ein Dreiteiler geworden. Ja, die Auflösung erfolgt jetzt. Und bevor wir direkt an den Baggersee starten, schaut doch mal bei Y-Food vorbei. Da gibt es jetzt aktuell, zeitlich begrenzt, passend zur YouTube-Videoreihe von Fritz Meinecke, Seven vs. Wild, eine mega leckere Lassie Edition. Passionate Tropical, schmeckt mir mega gut. Probiert ihn einfach mal aus. Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, den Direktlink zu Y-Food und auch einen Rabattcode, damit ihr euch mal durchtesten könnt. Ich mag diese leckeren Trinkmahlzeiten mega gerne. Für mich der perfekte Begleiter bei meinen Angeltouren und ihr unterstützt dadurch natürlich auch mit meinem Kanal. So, jetzt haben wir genug geschnackt. Wir gehen direkt zurück an den Baggersee. Die zwei restlichen Wallerruten müssen direkt ins Wasser, denn die Zeit läuft. Abfahrt! Nächste Rute werden wir mit einem saftigen Tauwurmbündel garnieren. Vorfach bleibt gleich, diesmal ist nur am Ende ein Drillingshaken, kein Ghost Hook. Können wir wieder schön anpassen. Ich wickel das dann immer so weit zurück, dass die Wurmspitzen vom oberen Haken leicht auf den unteren draufhängen, drüber tentakeln. Hat uns in der ersten Nacht auch Erfolg gebracht. Und wir haben leider nur zwei XXL-Köder. Da kommt jetzt hier ein Taubenbündel zum Einsatz. So, Abfahrt. Hier im anderen Seebereich haben wir ordentliche Wassertiefen, 9, teilweise knapp 10 Meter. Es läuft wie eine Badewanne. Und ganz unten seht ihr wie so eine Sprungschicht. Über der Sprungschicht sind ein paar Fischsymbole zu erkennen. Unten drunter ist gar nichts zu erkennen. Aber die Welse ziehen halt hier durch diese Seen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall hier mal mitten im Nirgendwo eine Rute setzen, den Köder. 3-4 Meter tief nur setzen bei 10 Meter Wassertiefe. 89 haben wir jetzt hier. Auf jeden Fall über der Sprungschicht bleiben. Da fällt er auf jeden Fall richtig gut auf. Es gibt viele Baller, die im Freiwasser jagen, im Freiwasser fressen. In solchen Gebieten mit einer Rute probieren wir das jetzt auf jeden Fall mal. Neun Meter, hier ist ein kleiner Anstieg drin. Wir werden uns zum Boot setzen.
als Auslegeschnur nehmt ihr eine alte Wallerschnur, eine alte geflochtene. Kann ruhig ein bisschen stärker sein. Und die Boje sitzt jetzt auf einer Wassertiefe von knapp 10 Metern. Also auf jeden Fall 10 Meter Auslegeschnur jetzt. Ich fahre jetzt langsam von der Boje weg. Meter Vorfach. Wir werden in oberen Wasserschichten das Wurmbündel anbieten. Gehen wir mal 4 Meter Tiefe. Das Wetter spielt echt verrückt. Auf Regen folgt Sonnenschein und wieder Regen. Aber bin mir sicher, heute Abend da hinten kommt ein ganz, ganz toller Sonnenuntergang auf uns zu. Die Wolken verziehen sich langsam. Aber dieses Mischwetter ist immer perfekt. Eine neue Jahreszeit wird jetzt eingeläutet. Bin gespannt. So, eine Rute haben wir noch. Da müssen wir uns jetzt einen Spot suchen, wo wir keine Boje brauchen. Suchen wir uns irgendeine schöne, verwachsene Ecke aus. Die letzte Rute geht jetzt ins Rennen. Wir haben eine Rute an der Bojenmontage, eine Köderpräsentation an der abfallenden Kiesbank, relativ flach, eine im tiefen Seeteil, im Hintergrund seht ihr so gut, über tiefem Wasser den Köder im Mittelwasser angeboten. Ja, und mit der dritten Rute werden wir uns jetzt hier eine schöne Ecke suchen, die wir noch von unserer kleinen, geheimen, gemütlichen Insel anspannen können und eine Freestyle-Montage setzen. Dann haben wir eigentlich alle Eisen im Feuer. Da sind wir mal gespannt, wo eine Anne geht, ob eine Anne geht. Das ist ein rattenscharfer Platz. 8 Meter Wassertiefe, bricht dann direkt nach oben, hier in das krautige Ufer. Wir haben jetzt noch eine hier in diese Hecken reinbinden. Genau gegenüber ist unsere Insel, das müsste ich anspannen können. Ja, probieren wir aus. Freestyle am Baggersee. Wir haben uns jetzt hier einen relativ starken Ast am Ufer gesucht. Circa 1,60 Meter, 1,70 Meter über der Wasserkante. Im Endeffekt das gleiche System wie bei der Boje, nur dass wir jetzt hier einen Baum nutzen, einen Ast am Ufer. Und unseren Ausleger jetzt so weit rausführen, bis wir an die Kante kommen. So, das Ding hängt. So, jetzt fahren wir mal raus. So, ihr fahrt jetzt so weit, bis die Kante abfällt. Ich fahre jetzt so weit nach außen, bis die Kante abfällt auf den tiefen Bereich. Alles voll mit Kleinfisch hier. Wahnsinn. So, jetzt geht es langsam runter und genau hier fixiere ich jetzt meinen Ausleger. Zack. Stück Reißleine drauf. Kurzes Stück Reißleine. Okidoki.
Köder setze ich circa einen Meter jetzt über die Kante. Und ganz wichtig ist natürlich, dass ihr die Höhe jetzt auch dazu rechnet, so hoch wie ihr am Baum angebunden habt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, wir gehen die zweite Nacht hier am Baggersee. Ich bin mega gespannt, ob unser Big Fish Plan, unsere Idee, aufgeht. Eine Karpfenrute nur noch am Start, aber dafür ein größerer Köder, vielleicht für dickere Fische und weniger Bisse. Und drei Ballerruten jetzt draußen, perfekt gelegt. Karpfen können wir ja mega zufrieden sein, also das ist ja gerannt wie die Hölle. Und jetzt vielleicht noch probieren, einen Ausnahmefisch hier, Kuno, den Killerkarpfen, abzuholen. Und die Ballerrundel gestaffelt. Es ist halt immer schwer, an solchen großen stehenden Gewässern die genauen Routen, die Fressrouten der Waller zu finden. Und dann ist natürlich eine Montage mehr im Wasser perfekt. Gestern Nacht hat es ja perfekt geklappt auf die Chokerroute, die wir noch ganz später rausgebracht haben, an die Kante von der Kiesbank vor das Krautfeld. Bin gespannt. Ich bin gespannt und ihr seid dabei. Die Brasse hinten in der Ecke, die hat jetzt einen Abnehmer gefunden. Um 23 Uhr. Da oben kommt der Mond. Da hinten ist unser Camp. Und wir fahren raus auf den Teich. Karpfenruten schweigen bisher. Vielleicht ist der große Köder den aktuell noch zu groß, aber wir warten ja auch auf den Endgegnerkarpfen. Sind wir gespannt. Willkommen. Wahnsinn.
Guter Fisch, guter Fisch. Also der Plan, die Wallerruten aufzurüsten und die Karpfenruten abzurüsten, der hat sich schon mal gelohnt. Petri, nicht schlecht. Gutes Teil. Das ist doch der absolute Baggersee-Wahnsinn hier von unserer kleinen, geheimen Insel aus. Richtig starker Fisch und es gibt immer noch Angler, die behaupten, dass hier oben diese Feuerkugel keine Fische bringt. Wir sind komplette Vollmondfans beim Angeln und ich glaube, der Beweis ist erbracht. Wahnsinn. Da oben strahlt er. Die Karpfen hier am See sind durchgedreht und die Waller schieben auch richtig Kohldampf. Weiter geht's. Haben sie uns gerade im Schlafsack gemütlich gemacht. Und jetzt kommen die Karpfenruten wieder ins Rennen. Ich habe schon wieder gedacht, wäre ein Weißfisch, aber bei der Ködergröße ist das eigentlich unmöglich. Sich langsam hier rankurbeln lassen. Aber hat den Schneemann in der XXL-Ausführung gefressen. Die Karpfen lassen uns auf jeden Fall nicht im Stich. Die haben richtig Bock. Schönes Teil.
dem Waller von Martinho kommt der nächste dicke Schuppi. Wahnsinn. Wahnsinnsfische. Fuß geht's hier raus im Herbst. Jetzt sind wir barfuß gestartet, wie die Wallerroute krumm ging. Morgen! Wahnsinn, Wahnsinn! Im Morgennebel kommt der nächste Wind. Geil. Da steht man doch gerne auf. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar Socken holen. Barfuß losgerannt, aber so ist Angeln. Wenn man aufgeregt ist, wenn man die Glocke hört. Petri Heil. Schlauchboot? Ja. Der Morgennebel ist weg, wir haben uns nochmal hingelegt nach dem Wels heute früh. Jetzt kommt der nächste Biss auf die Boje im tiefen, freien Wasser. Unglaublich, unglaublich. Also der Plan, eine Route mehr auf Waller rauszulegen und eine Karpfenroute wegzunehmen, ging perfekt auf. Gestern im Dunkelwerden kam ja ein guter Karpfen. Und jetzt die dritte Walleraktion. Einer gestern Nacht, kurz vor Mitternacht, schön unterm Vollmond gegrillt. Ich heute früh im Morgennebel. Jetzt geht die Sonne auf. Der Nebel verzieht sich. Und der nächste Fisch ist am Band. Wahnsinn.
ist ja wirklich verrückt, oder? Das ist jetzt kein Riese, aber die Waller ziehen sich riesige Köfis rein. Also der Waller hier hat sich so eine XXL-Brasse schmecken lassen. Wirklich verrückt. Aber diese Köder fallen natürlich auch immens auf im Wasser, ne? Petri. Brassenfresser vom Baggersee. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich verrückt. Wir durften den Wahnsinn auf unserer kleinen geheimen Insel, den Wahnsinn hier am Baggersee erleben. Alle drei Wallerruten, die wir gesetzt haben, sind alle abgelaufen. Mitternacht der erste Biss, dann im Morgennebel, es war so 6 Uhr, rum die zweite Aktion und der dritte Fisch morgens um 10. Alle Ruten sind jetzt wieder drin, wirklich ideal. Ja, und jetzt vertrauen wir auf unsere Joker-Karpfenrute, chillen ein bisschen, ruhen uns ein bisschen aus und bereiten uns auf die letzte uns noch bevorstehende Nacht bei unserer Baggersee-Session hier vor. Absolut, absoluter Wahnsinn. Achtung, 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 das ist eine Aktion. Fisch, 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 Fisch. Unser letzter Abend und direkt die erste Aktion. Wahnsinn. Wahnsinn. So, das Boot. Brutal, wirklich brutal. Weil am Baggersee am Dampf. Ui, 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 ui. Alter. Boah. Alter Verwalter. Ja, nutzen das tiefe Wasser, die Fische. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Alter Falter. Hat sich echt richtig gut verkauft. Toller Fisch. Perfekter Einstieg in unsere letzte, in unsere dritte Nacht hier am Baggersee. Oder wollen wir nicht vielleicht sogar langsam Monster Lake nennen? Wirklich verrückt. Absolut brutal. Wahnsinn. Thank you.
Martin holt gerade nochmal die Karpfenrute rein, damit wir sie nochmal kontrollieren können. Da ist es jetzt schon etwas ruhiger geworden, hier am letzten Tag am Baggersee. Und ich habe mich eben nochmal richtig schön eingesudelt. Der fünfte Fisch kam eben auf die Bojenmontage. Das ist der absolute Wahnsinn. Einen kleinen Nachteil hat die ganze Aktion. Die Rute bleibt jetzt am Ufer, denn wir haben keine Köder mehr. Wir haben heute Mittag noch eine gute Brasse beim Karpfenangeln gekriegt. Die haben wir schon rausgefahren. Und die Tauwürmer sind jetzt auch leer. Eine Rute hängt jetzt noch mit Wurm draußen, eine mit einer großen Brasse. Und der Rest ist gefressen. Nichts mehr da. Aber so ist es dann halt. Aber wer weiß, zwei Wallerruten sind jetzt noch scharf. Karpfenrute, schauen wir nochmal nach. Vielleicht haben wir sie auch irgendwo ins Kraut gelegt oder hat sich irgendwas verwickelt. Aber da war jetzt die letzten paar Stunden gar nichts mehr. Der letzte Abend, drückt uns die Daumen. Der erste Fisch ist schon da. Wahnsinn. So, und ich muss mir jetzt erstmal noch ein paar trockene, schleimfreie Klamotten suchen. Nach dieser Wahnsinnsfischerei am letzten Abend lassen wir es uns auch nochmal richtig gut gehen. Das ist Angeln, das gehört dazu. Jetzt kommt Fisch, Fisch, Fisch. Oder Fehlbiss. Eieiei. Wir haben jetzt 21 Uhr, letzter Abend, zweite Aktion, nicht gehakt. Der Biss kam jetzt auf unsere letzte XXL-Brasse, ist auch ein großer Köder. Die anderen Fische zuvor hingen perfekt, aber der jetzt war schlauer als wir. Naja, mal gucken, was noch kommt. Mal gucken, was noch kommt. Wir sind guter Dinge. Weiter geht's. Alter Falter, eben gerade den Fehlbiss auf die Wallerrute gehabt und im nächsten Moment pfeift die Karpfenrute ab. Die waren jetzt wirklich eine Zeit lang still. Komplett verrückt, komplett verrückt. Steht gut drin. Wir gehen ins Boot, kein Risiko eingehen mit dem Kraut. Letzter Abend, letzte Chance. Ab ins Boot. Man kommt hier nicht zur Ruhe. Man kommt hier nicht zur Ruhe. Ich hoffe bloß, dass Finny uns jetzt nicht unser Grillfleisch vom Grill klaut. Leckere Kräuterbaguettes, frische Steaks. Den letzten Abend nochmal richtig gut gehen lassen. Auf die Fänge. Aber jetzt holen wir erstmal den Fisch hier ab. Nicht zum Essen hier, sondern zum Angeln.
Uiuiui. So ein Dampf, die Fische. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Unser Ruder ist krumm. Juhu. Wirklich brutal. Wirklich brutal. Alter Falter, gehen die vorwärts. Die Rute ist krummer als beim Welsangeln. So, jetzt kann ich. Der will noch nicht. Der will noch nicht. Jawohl. Jetzt hat er verloren. Schöner Schuppi. Schöner Schuppmann. Blei noch dran, Fisch gefangen. Finde ich gut. Und sie werden definitiv größer durch unsere Taktik. Wahnsinn. Wahnsinn. Super. Das ist der Fehlbiss eben beim Welsangeln schnell vergessen. Denn wir haben immer Aktion. Egal wo. Wir haben gerade unsere Knoblauchbaguettes genossen und die Steaks. Also Fini hat uns nichts geklaut beim Karpfendrill. Und im nächsten Moment geht die Wallerrute krumm.
Wahnsinn, Wahnsinn. Der Baggersee kocht. Wahnsinn. Wie so ein guter Fisch, Petri. Petri, gerade beim Essen gestört. Naja, aber so ist doch am besten. Aber der darf das. Gute Röhre. Gute Röhre. Schwanz hinten aus dem Schlauchboot raus. Unglaublich. Jetzt kann ich es da nicht wegschmeißen, die Hosen. Aber so muss das sein. Ich glaube, das war's. Die einzige Rute, die jetzt noch am Start ist, ist, glaube ich, unsere Karpfenrute. Köfis leer, Würmer leer. Letzte Rute ist jetzt abgelaufen. Letzte Wallerrute. Komplett brutal. Der Mond lässt heute ein bisschen auf sich warten. Haben ziemlich Wolken auf dem Teich. Auf dem Baggersee oder besser gesagt auf dem Monster Lake. Wahnsinn. Absolut brutal. So, schnell zurück. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Die dritte Nacht ist vorbei. Ab 2-3 Uhr heute Nacht hat es richtig stark angefangen zu regnen. Hat die ganze Nacht durchgeregnet bis heute früh jetzt. Wir haben uns aufgerafft jetzt, das ganze nasse Zeug zusammengepackt, nutzen die Regenpause jetzt, um den Baggersee hier und unsere kleine geheime Insel zu verlassen. Der Plan, Karpfen und Welsangeln zu verbinden, war anfangs wirklich schwierig, vor allen Dingen das Zeitproblem war vorhanden. Ihr habt es ja gesehen am ersten Tag, wie wir angefangen haben hier, bis die Karpfenruten draußen waren. Hatten wir kaum noch Zeit, eine Wallerrute zu setzen. Es hat dann doch noch irgendwie geklappt. Am nächsten Tag haben wir uns mehr Zeit genommen und dann ist es auch so richtig ins Laufen gekommen. Wenn die Waller nicht gebissen haben, sind die Karpfenruten gerannt. Und wenn die Karpfen mal eine Pause gemacht haben, konnten wir ganz, ganz fantastisches Welsangeln hier am Baggersee in Deutschland erleben. Und jetzt habe ich noch eine ganz, ganz tolle Neuigkeit für euch. Das Ganze hier war ja auch wie so eine Art Testlauf geplant. Denn ich werde ab nächstes Jahr an so einem Gewässer hier Workshops für euch anbieten. Ihr könnt mich in Deutschland begleiten. Wir gehen zusammen raus. Ich zeige euch alle Tipps und Tricks zum Wallerangeln hier in Deutschland. Und nebenbei werden wir die Karpfenruten rauchen lassen. Das werden bestimmt spannende Tage am Wasser. Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf diesem Wege bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch alles, alles Gute, viel Erfolg am Wasser, ein dickes Petri und wir sehen uns beim nächsten Video. Dicke Fische, alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.